Gott sei mit euch. Meine Frau ist krank. Gewährt uns Obdach und gebt uns zu essen, und ich werde euch aus dem Heiligen Evangelium vorlesen. Ich nehme sie auf in meine Hütte. Damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit dem Urteil, das ihr fällt, werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr andere messet, mit dem wird auch euch gemessen werden. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Suchet, und ihr werdet finden. Denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Und Johanna. Selig sind die Sanftmütigen. Denn sie werden das Land erben. Selig sind die rein im Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Johanna. Heißt, dass es am Hofe des Kaisers Frauen gibt, die lesen. Aber ein kleines Mädchen, das ist ein Wunder. Damit hat Gott sie vor allen ausgezeichnet. Wann, Herr, sahen wir dich als Fremden oder krank und gaben dir keine Hilfe? Und der Herr wird antworten und sagen, Amen, sage ich zu euch, Barmherzigkeit ist die erste Tugend. Und der, der Barmherzigkeit nicht kennt, der nicht geben kann, wird immerwährende Strafe erfahren. Aber der Gerechte wird leben ewiglich. Bravo, gut gemacht. Nun, Richard? Was sagst du dazu? Ich sage, es ist Schwindel. Sie hat es auswendig gelernt. Das Buch. Bringt das Buch. Lies uns daraus vor, wenn du kannst. Zu dir erhebe ich meine Seele, o Herr. Dir vertraue ich. Lass mich nicht zu Schanden kommen. Lass meine Feinde nicht triumphieren über mich. Segne dich.
Für dich. Gott hat dich auserwählt. Für ein bestimmtes Ziel, Johanna. Ruhe nicht, bis du es gefunden hast. Je weiter wir in den Norden ziehen, desto härter sehen sie aus. Johanna wird sie weich machen. Ja, aber mach die Kollekte vor der Messe, gleich nachdem sie gesprochen hat. Ruhe! Bevor wir sie euch bringen, die zu sehen ihr gekommen seid, ist es meine Aufgabe, euch im Namen eures Kaisers und eurer neuen Religion zu sagen, dass ihr alle Gedanken an den falschen Gott Wotan aus eurem Herzen vertreiben müsst. Denn das Mädchen, das heute zu euch kommt, spricht nicht von einem Gott des Donners und des Sturms, sondern von einem Gott der Vergebung und der Liebe. Ein Gott, der sich geopfert hat. Für euch. Sie bringt euch eine Botschaft der Hoffnung. Sie vertreibt den Teufel nicht aus Feldern und Wäldern, sondern aus euren Herzen. Sie wird euch hinaufführen auf den Weg zu diesem Kreuz. Macht mit mir das Zeichen des Kreuzes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Johanna, dein Vater würde gewollt haben, dass du weitermachst. Es ist noch viel zu tun. Und viel zu gewinnen. Alles wird bleiben, wie es ist. Wir werden uns genauso um dich kümmern, wie er es getan hatte. Ich werde in ein Kloster gehen. Hältst du das für richtig? Du bist nicht bestimmt fürs Kloster, Johanna. Das habe ich schon von Anfang an gesehen. In den Klostern, die ich gesehen habe, ist Raum für alle. Du bist deines Vaters Tochter, Johanna. Du brauchst ein Publikum und nicht eine Zelle. Du kannst nicht leben ohne die Berührung eines Mannes. Ich will in ein Kloster. Du musst eine Jungfrau sein, um in ein Kloster zu gehen. Wenigstens für den Anfang. Daran ist nichts zu ändern. Lass mich in Ruhe! Oh mein Gott, wie gut du dich anfühlst, Johanna. Wo fühlst du dich gut an? Wo fühlst du dich gut an? Hört auf! Oh.
Johanna, die Mutter Oberin möchte dich jetzt sprechen. Endlich kommt sie raus. Schwester Nunziata? Ich freue mich, dass du dich entschlossen hast, bei uns zu bleiben. Ich habe eine Kerze für dich angezündet und eine für mich. Eine der Lektionen, die ich gelernt habe beim Anstecken vieler Kerzen, ist, dass meine eigenen Schwächen häufig ausgeglichen werden von den Begabungen anderer. Wir sind eine Familie mit all ihren Schwächen, Johanna. Wir dienen Gott und unsere Gemeinschaft macht uns stark, dadurch, dass einer den anderen braucht. Fühlst du, dass Gott dich ruft, Johanna? Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe immer den Ruf Gottes gefühlt. Ich glaube, das ist wahr. Komm, ich zeige dir etwas, das du sicher zu würdigen weißt. Wir haben zwei große Schätze, Johanna. Einer ist ein Stück von dem echten Kreuz, dort unter dem Altar. Und der andere? Lies. Die Schwester Oberin vor mir konnte lesen, wie du es kannst, Johanna. Ich habe mein Unvermögen oft schmerzlich empfunden. Keine Aufregung. Oh mein Gott, das Refektorium, das Refektorium. Sag Schwester Luise, sie kommen, sie kommen. Wir haben die Ehre, nächtliche Herberge zu bieten, Karls des großen, großen Sohn, der so oft der Kirche in all ihrer Bedrängnis geholfen hat. Erhebt euch, Schwester Äbtissin, ich fühle mich geehrt. Mein Sohn, Prinz Lothar. Ihr seid gemeinsam auf Reisen? Ja, und ich komme nicht als sein Gefangener, noch eher als meiner. Lasst uns beten, dass es immer so sein möge. Gefällt's dir? Das sind Prinz Lothars Söhne, Ludwig und der junge Karl.
Komm her. Das ist also Schwester Johanna, von der wir so viel gehört haben. Nun, Schwester, welchen weisen Spruch hast du für einen alten Kaiser und seinen Sohn, die sie nach jahrelangen Kämpfen wieder versöhnt haben? Wir sind alle Brüder in Christus Majestät. Und Christus hat gesagt, wenn dein Bruder sündigt, wirf es ihm vor. Und wenn er bereut, vergib ihm. Schön gesagt, Schwester. Und hast du auch ein Zitat für mich? Weise Männer bekennen und verleugnen nicht ihre Väter, welchen allein das Land gegeben wird. Wo steht das geschrieben? Hiob, Kapitel 15, Vers 18 und 19, Euer Hoheit. Nun, hübsche Nonne, du hast doch auch sicher eine Belehrung für mich. Na, was sagst du denn dem Enkel eines Kaisers? Es steht geschrieben, ein Prinz, dem es an Klugheit mangelt, kann vielen Unheil bringen. Aber verzweifelt nicht, mein Prinz. Der Apostel Paulus hat gesagt, wenn es jemand an Weisheit mangelt, möge er sich wenden an Gott, der alle Menschen freigebig beschenkt. Würdest du mich unterrichten? Und mir beibringen zu beten? Ja, mein Prinz. Ihr könntet beginnen mit den Briefen des Paulus an die Thessaloniker. Und wenn ich lesen könnte wie du, schöne Johanna, was würde ich da finden? Ich zitiere, mein Prinz. Lernt friedlich zu leben und eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Ja. Bevor Schwester Johanna uns aus der Heiligen Schrift vorliest, wollen wir den Kopf senken zum Gebet. Wir bitten dich, nimm unseren bescheidenen Dank an, dafür, dass du unserem hohen Gast und seinem Gefolge den Weg nach Santa Sofia gewiesen hast, auf dass sie die Nacht in diesen Mauern verbringen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 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 Ich dich geliebt. Sein. Ich denke, es wird besser sein, wenn ich nur bete für euch. Johanna, ich habe den ganzen Sommer gekämpft und ich werde auch im Winter noch kämpfen müssen. Der Tod lauert gleich hinter diesen Mauern. Und ich habe nur eine Nacht in Santa Sofia. Es wäre eine Sünde vor Gott.
Es gibt Sünden vor Gott, die schwerer wiegen würden. Bitte lasst mich, Euer Hoheit. Ich werde beten für euch und für mich selbst. Wolltet mich sprechen? Ja, Johanna. Wie ich es vorausgesehen habe, hat Gott uns ein Geschenk gegeben, das deiner Gaben würdig ist. Du wirst dich erinnern an die Nacht, als wir Besuch hatten vom Kaiser, seinem Sohn und seinen Enkeln. Sieh her, er hat uns das hier geschickt. Mit seinem Dank. Und mit dem Wunsch, dass du es benutzt, um eine Abschrift von den Psalmen zu machen, damit wir sie für immer in unserem Kloster haben können. Er hat uns die feinsten Tinten geschickt und um deine Texte zu illustrieren, den hervorragendsten Künstler aus dem Kloster von St. Fulda. Komm herein, Schwester Cecilia. Das ist Bruder Adrian. Er kommt zu uns mit dem Ruf, ein höchst begabter junger Mann zu sein. Als Maler. Satan-Holzöl. Wenn du es fallen lässt, wirst du vertrieben in die Wälder und die Wölfe werden dich verschlingen. Hat der Kaiser mit dir gesprochen? Natürlich. Er sagte, was möchtest du am liebsten, junger Mann?
Und ich sagte ein Nonnenkloster, und hier bin ich. Meine Bettrolle. Sehr wichtig für einen Künstler. Uns bleiben die Klosterunbequemlichkeiten erspart. Du hast ihn gar nicht gesprochen. Nein. Er soll im Sterben liegen. Sie streiten sich bereits um seine Nachfolge. Und wenn das erstmal richtig losgeht, hoffe ich, dass diese Mauern sehr stark sind. Hattest du einen guten Tag? Ich glaube ja. Aber die Notwendigkeit, so ganz genau arbeiten zu müssen, ist schlimmer als Fußböden scheuern. Schlimmer für dich? Aber es mag Dinge geben, die Leute, die gern Fußböden scheuern, gar nicht tun können. Das war mein Tag. Gott der Vergeltung. Herr, Gott der Vergeltung, zeige dich. Was ist, Schwester? Gefällt es dir nicht? Nein. Oh, ich meine, doch, aber es ist so, dir so unähnlich, hätte nicht erwartet. Tja. Siehst du, wir sitzen in diesem Kloster hier, alles ist Sonnenschein und sanfte Gesichter. Aber da draußen ist der dunkle Wald mit umherschleichenden Wölfen und wilden sächsischen Reitern auf der Lauer, die darauf warten, dass die Sonne untergeht und die Mauern zusammenstürzen. Nun, es ist auch Wald hier drin. Und reißende Wölfe. Und wilde sächsische Reiter. Aber Sonnenschein und sanfte Gesichter gibt's auch. Oh ja, viele sanfte Gesichter. Bis die Mauern zusammenstürzen. Ich bring dir was zu essen. Oh, danke. Gefällt dir das? Oh ja, ich finde es sehr schön. Ah, Johanna, so fleißig bist du gar nicht. Als ich hierher kam, hat man mir gesagt, du kennst nichts als Arbeit. Warum bist du Mönch? Habe ich dir doch gesagt. Es war die einzige Möglichkeit für mich, in ein Nonnenkloster zu kommen. Sei mal ernst. Ich bin Maler. Die Kirche hat mich ausbilden lassen, sagt mir, was ich malen soll. Es gibt kein anderes Leben für einen Maler. Willst du das Kloster verlassen? Nein. Möchtest du vielleicht, dass ich es verlasse? Was meinst du, soll ich tun? Ich möchte, dass du Gott dienst. Oh, ich diene Gott. Mit Malen. Vielleicht will er mehr von dir. Ja, vielleicht. Ich glaube, er hat die Fähigkeit, es mich wissen zu lassen. Weißt du, Schwester Johanna, ich habe noch keine Frau berührt in diesem Kloster. Aber du hast daran gedacht? Oh ja, bei Gott. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht dran denke. Aber ich hab's nicht getan. Warum nicht? Du bist ein Maler und... Weil ich die richtige Wahl treffen möchte. 315 Seiten, das wird lange Zeit dauern. Und ich will mir absolut sicher sein, die richtige Wahl zu treffen. Es gibt Blumen, die nur einen Tag blühen. Herrlich, prächtig, aber bald verwelkt. Und es gibt andere, die werden sich 315 Seiten lang halten. Wenigstens. Johanna! Oh, nichts Besonderes. Johanna? Johanna! Für eine Frau Gottes setzt du mich in Erstaunen. Glaubst du, es hätte unseren Schöpfer überrascht, dass wir gesündigt haben? Warum auch? Es ist das Einzige, was uns von den Engeln unterscheidet. Der Mann ist seiner Bestimmung nach ein Sünder. Und die Frau auch. Du wirst wieder sündigen. Die einzige Frage ist, werden wir zusammen sündigen? Verspotte den Herrn nicht. Gott wird mich belohnen.
entsprechend der Sauberkeit meiner Hände. Ich habe auf jedes Wort geachtet, das du mir vorgelesen hast. Welche Sünden hat der Herr verdammt? Heuchelei, Hass, Geiz. Es waren die Grausamen und die Unmenschlichen, die Christus erbosten. Er hätte mich gemocht. Eine kleine Sünde hier und da vielleicht, aber im Innern warm und voller Verständnis. Und wenn ich ein Kind bekomme? Ein Kind? Einen Sohn? Er wird im Kloster aufwachsen. Er wäre nicht das erste Kind, das in einem Kloster aufwächst. Und ich werde sein Onkel sein. Ein weiterer Onkel aus St. Fulda. Unser Kloster ist berühmt für solche Onkel. Johanna! Bruder Adrian! Johanna! Ich habe eine schlechte Nachricht zu verkünden. Unser geliebter Kaiser, der so viel für die Kirche getan hat, ist gestorben. Mögen seine Seele und die an einem Glauben verschiedenen im Frieden. Leider gibt es noch eine Nachricht, die möglicherweise noch schlimmer ist. Ein Kampf um die Wahl des neuen Kaisers ist ausgebrochen. Zwischen Lothar und seinem jungen Sohn Karl. Um sich die Unterstützung der sächsischen Führer zu sichern, hat Lothar ihnen die Verehrung ihres Gottes Wotan zugestanden und die Anwendung heidnischer Bräuche. Es soll sich auch schon eine Horde sächsischer Krieger unserem Kloster nähern. Wir wollen beten, dass es nicht Gottes Wille ist, uns in den Händen derer leiden zu lassen, die wir zu ihm bekehren wollten. Aber wenn es sein Wille ist, wollen wir unsere Heimsuchung hinnehmen im Glauben an seine ewige Gerechtigkeit und uns seiner Worte im Augenblick seiner Heimsuchung erinnern. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Thank you.
hast nichts von einer Nonne gesagt. Ein Mönch, der für sich allein lebt, vielleicht, aber ein Mönch mit einer Nonne. Einer jungen Nonne. So. Also dann. Pater Johannes, du bist der anmutigste, hingebungsvollste Mönch, der mir je begegnet ist. Wieder auf. Wir gehen lieber auch. Johanna. Johanna. Du kannst nicht so weitermachen. Menschen sterben. Wir betrauern ihren Verlust. Aber so ist es im Reich Gottes. Das weißt du besser als alle. Du glaubst doch nicht, dass das alles geschieht, um uns zu strafen. Gott der Vergeltung. Herr, Gott der Vergeltung, gib ein Zeichen. Johanna, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er wieder mich sündigt? Und Jesus sagte, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Hast du mich das nicht gelehrt? Alle diese Menschen, die mit uns fliehen, haben auch gelitten. Kinder verloren. Und Frauen und Mütter. Sind sie so große Sünder, dass Gott sie auf diese Weise strafen musste? Ist es nicht der Gott der Liebe, den du mir gebracht hast? Arjan! Es ist Lothars Heer. Siehst du die Fahnen? Sie haben gekämpft. Prinz Karls Heer muss in der Nähe sein. Zwei Mönche! Ist gut! Die anderen können gehen und erkundet, wo mein Bruder kampiert hat. Die beiden nehmen wir mit uns. Dich und dich. Ja, ja, du, komm her. Ich nehme den und du den anderen. Na, mach schon, sitz auf. Halt dich fest, kleiner Pater. Pater. Vater, hör meine Sünden. Du fängst am besten gleich hier an.
Mein Vater hat gewisse Schwierigkeiten, genug Priester für sein Heer zu bekommen. Die Verwundeten wollen beichten. Tu, was du kannst. Vater, segne mich. Na los, was ist denn? Ich bin nicht ordiniert. Ach, mein Gott. Bist du ordiniert? Ja. Nimm dem Mann die Beichte ab. Komm mit, ich bring dich zum Bischof. Nichts spricht dagegen, dass du nicht ordiniert werden kannst. Lass das den Bischof entscheiden. Los, komm. Wenn ich mich nicht der Sachsen bediene, wird mein jüngerer Sohn sein Heer mit dem seines Onkels vereinigen. Und ich werde dann bestenfalls als Kriegsgefangener in Rom einmarschieren. Ich will diese Jammerlappen nicht hier drin haben. Raus mit dir dahin, wo du gebraucht wirst. Er ist nicht ordiniert. Dann ordinier den Bischof. Habt ihr für den erschlagenen Priester gleich Ersatz. Vorsichtig! Mein Sohn, was weißt du vom kanonischen Recht? Kanonisches Recht am Arsch! Ordinier den winselnden Bastard! Männer sterben da draußen, deren unsterbliche Seelen in Gefahr sind. Und dieser scheinheilige, aufgeblasene Pharisäer faselt von kanonischem Recht. Ich bin ein Christ nicht wegen der Geistlichkeit, sondern ihr zum Trotz. Nutzloser Hypokrit. Irgendwelche Zeichen von Ihnen? Nirgends. Er ist auf der Flucht. Eine Schlacht haben die uns geliefert. Dein kleiner Bruder überrascht mich. Unser Herr sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und der, der glaubet an mich, wird leben, obgleich er auch stirbt. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird das Reich Gottes erblicken. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin nicht gekommen zu rufen die Gerechten, sondern die Sünder. Bereue und höre mein Wort. Und dir wird vergeben werden. Ja, du solltest Gott danken. Aus dir wird ein guter Priester, junger Mönch. Und er sollte dir danken. Er hat nicht viele. Damit du hast deine Mahlzeit verdient. Nein, für den ältesten Sohn eines Kaisers wäre es ziemlich sinnlos zu rebellieren. Wenn er nicht gerade völlig verblödet ist, wird er sowieso gewählt. Aber für seinen jüngeren Bruder? Na, da ist es etwas anderes. Wenn er verliert, büßt er einige Besitzungen ein. Aber gewinnt er? Hat euer Bruder deswegen rebelliert? Teilweise. Ich weiß nicht, welchen Einflüssen er erlegen ist. Aber mein Bruder Karl ist ein sehr ernsthafter junger Mann. Wie du. Euer Hoheit. Alma. Ich habe einen Gast. Kannst du noch eine holen? Beatrice? Heute Nacht nicht, Alma. Du siehst erst Mönch. Heute Nacht wirst du dir andere Gesellschaft suchen. Andere Gesellschaft? Das ist nicht dasselbe, hoher Herr. Es gibt Frauen, Alma, denen ein Mann mehr bedeutet als alles andere auf der Welt. Aber zu denen gehörst du nicht. Also geh, du bringst den Mönchen Verlegenheit. Es gibt noch andere Nächte.
So ist es schon besser. Jetzt du, Mönch. Geh schon. Du solltest dir immer den Tod von den Händen waschen, bevor du schläfst. Junger Mann, bete für mich. Ich werde es tun. Gute Nacht. Wir müssen uns beeilen. Er hat mir gesagt, du wärst hier. Er hat uns Pferde gegeben. Wir müssen fort. Sie brechen auf. Sie werden uns mitnehmen, wenn wir nicht gleich verschwinden. Wir sollten gen Süden reiten, übers Gebirge. Dort wirst du sicher sein. Darum geht es dir doch. Ja. Ich will irgendwo hin, wo ich lesen kann. Und wo ich beten kann. Komm. Unser Kloster wurde überfallen von den Sachsen. Oh, in Athen werdet ihr keine Sachsen finden. Euer Glück, dass ihr übers Gebirge gekommen seid. Es heißt, es hätte eine Schlacht gegeben bei Linz. Es ging zu wie auf einem Schlachthof. Prinz Lothar wurde getötet. Und jetzt kämpfen seine beiden Söhne um die Kaiserwahl. In ihrem Alter werden die sich jahrelang darum schlagen. Von mir hast du nichts zu befürchten. Niemand wird es erfahren. Vergib mir, Johanna.
Wenn dein Bruder sündigt, wirf es ihm vor. Und wenn er bereut, vergib ihm. Was ist es? Liegt es an uns? Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, welchen Weg ich gehe. Aber irgendetwas will ich. Aber was? Du weißt gar nicht, wie sehr du deinem Vater gleichst, Johanna. Er hat sicher so viel gesündigt wie jeder andere Mann auf dieser Welt. Aber wenn er von Gott sprach, selbst noch wenn er sprach von Hölle und Sünde, war es, als ob seine Substanz, sein Inneres, die ganze Kraft seines Geistes zum Leben käme. Dein Vater hat getrunken. Er hat Frauen genommen. Um das Leben zu finden, hat er getan, was er nur konnte. Aber er hat immer nur wirklich gelebt und immer nur seinen Frieden gefunden, wenn er in sich ging und sich selbst fand und das Wort Gottes verkündete. Gott auf Erden. Und von der einsamen Grausamkeit seiner Geburt an bis zu den harten Qualen des Todes schien alles Dunkelheit zu sein. Er weinte, er wurde böse, er fühlte sich hilflos und unterdrückt. Und im Augenblick seiner größten Qual wendete er sich zum Himmel. Wie ihr es tut, wie ich es tue. Und er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber gerade weil er diese Dinge tat, weil er so gelitten hat, wie wir leiden, können wir glauben, dass Gott als Mensch auf Erden wandelte. Wenn Sie sich gerade mal nicht in den Haaren liegen, herrscht hier sogar eine gewisse schmutzige Ordnung. Aber niemand hat es natürlich geplant. Die meisten sind Kriegsweisen und einfach hier eingezogen. Es ist ein Unterschlupf, ein Dach. Ich habe euch predigen gehört, Pater Johannes. Gott segne euch. Mitleiderregend. Aber ich versichere euch, sie würden jedem die Kehle durchschneiden für ein seidenes Halstuch. Vielleicht, wenn man es ihnen schenkt. Das seidene Halstuch schneiden sie einem die Kehle nicht durch. Das ist leicht gesagt, wenn man selbst keins hat. Bitte kauft ihnen was zu essen. Und als er dort gepredigt hatte, begab er sich sofort nach St. Matthäus, wo er sich an die Novizen wandte und sagte, alle Priester sollten den benediktinischen Eid der Armut ablegen. Ach. Christus, sagte er, hatte keine weltlichen Güter und es wäre Heuchelei von den Priestern vorzugeben, ihm zu dienen und in aller Pracht zu leben. Und kostbaren Schmuck zu tragen, der selbst für einen Fürsten zu verschwenderisch ist, geschweige denn für einen Apostel. Der Reichtum der Kirche ist etwas, das die Menschen in Ehrfurcht hält. Wir müssen ihn zum Besten Gottes verwenden. Aber wir dürfen nicht so anmaßend sein, dass wir ihn zerstören. Ja, Eure Heiligkeit. In seiner dunkelsten Stunde hat es uns gezeigt. In der schwarzen Trauer von Golgatha blieb nur seine Liebe übrig. Alles, was wir auf Erden schätzen, war ihm genommen worden. Und doch triumphierte in genau diesem Augenblick seine Liebe über die Macht Cäsars, über die Macht der Menschen.
Und durch diese Erkenntnis wird uns gezeigt, dass Gottes Liebe, das unauslöschliche Feuer, von Gottes Licht ist. Die Welt unserer Dunkelheit wird vergehen. Für jeden von uns ist sie kurz. Aber wir kommen der Ewigkeit ein Stück näher und berühren die Welt von Gottes Wille jedes Mal, wenn wir handeln in Christi Barmherzigkeit. Seine Vergebung, seine Liebe. Das ist die Botschaft von Gott, der Mensch wurde. Wie in jener Nacht in Jerusalem ist heute Nacht in Rom sein Sieg, mein Sieg und der eure. Wenn wir nur unseren Blick vertrauensvoll Christus zuwenden und in seinem ewigen Licht wandeln. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bitte, Pater Johannes. Ich bin noch nie in Rom gewesen. Du bist doch noch nie zu einer Audienz beim Papst befohlen worden. Aber ich kenne einen Kardinal. Seine Heiligkeit wird dich jetzt empfangen, Pater Johannes. Pater Johannes. Warte hier. Herein. Herein. Johannes? Ja, Euer Heiligkeit. Komm her. Komm. Jung. Du bist jung. Es ist die Schwäche von vielen, Euer Heiligkeit. Unser Herr zum Beispiel lehrte, gründete seine Kirche und als er starb, war er 33. Oh, ich weiß, wie unverschämt du bist, Pater Johannes. Es heißt allerdings auch, dass du klug bist. Aber ich sage trotzdem noch, du bist jung. Folge mir. Siehst du die beiden da? Das sind meine Kardinalsekretäre. Sie trauen mir nicht, sie trauen sich gegenseitig nicht und ich traue ihnen nicht. Und du solltest dich danach richten. Pater Johannes, ich brauche einen Privatsekretär. Jemanden, der lesen, jemanden, der schreiben kann, jemanden, der intelligent ist. Jemanden, der Mut hat. Jemanden, der nur von dem Ehrgeiz erfüllt ist, Gott zu dienen. Bist du dieser Mann? Nein, Euer Heiligkeit. Ich bin von Ehrgeiz besessen. Wenn ich auch nicht weiß, wohin das führen soll. Gott sei Dank. Einen Augenblick lang habe ich schon befürchtet, du wärst zu gut, um wahr zu sein. Siehst du, ich war auf dich vorbereitet. Nach ein paar Zeremonien darfst du dich dann als päpstlicher Privatsekretär betrachten. Kardinal Johannes, du brauchst gar nicht erstaunt zu sein. Gewiss, sonst in der Welt sind Kardinäle seltener als Prinzen. Nur in Rom sind alle Straßen voll von ihnen. Aber, Euer Heiligkeit, ich würde es vorziehen. Widersetze dich nicht. Pater Johannes, der Titel gehört zur Stellung. Und warum solltest du nicht Kardinal sein? Du bist gelehrt, ein guter Redner. Und allein dein Anblick versetzt mich in meine Jugend zurück. Unser Herr sagte, um das Reich Gottes zu betreten, müsst ihr werden wie die Kinder. Du hast etwas an dir, das die Menschen daran erinnert. Das ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Aber, Euer Heiligkeit, ich bin untauglich zum Kardinal. Untauglich? Warum glaubst du, ist er Kardinal? Ich werde es dir sagen. Weil er das Ohr unseres zukünftigen jungen Kaisers Ludwig hat. Und warum ist er Kardinal? Weil er das Ohr von Ludwigs jüngerem Bruder Karl hat. Sie balancieren sich gegenseitig aus. Du kannst mir dienen und du kannst Gott dienen. Wir beide verdienen eine Stimme in diesem Palast.
Wie ich hörte, warst du tief erschüttert bei dem Anblick der Flüchtlingskinder, die während der Kriege heimatlos geworden sind. Also glaub's mir, Pater Johannes. Für die Kinder dieser Welt kann mehr getan werden in der Stille dieser Räume, als je für sie getan werden könnte draußen auf den lauten Straßen. Ich brauche dich, Pater Johannes. Wie ihr wünscht, Eure Heiligkeit. Ich hatte so viel über dich gehört. Ich habe gefürchtet, ich würde dich nicht mögen. So, lasst uns allein. Mein Sekretär und ich haben zu arbeiten. Ihr könnt uns vertrauen. Er gehört nicht zu Ludwig, er gehört nicht zu Karl. Eure Interessen bleiben gewahrt, solange ihr euch gegenseitig im Auge behaltet. Kardinal Johannes, man hat mir über deine Laufbahn berichtet, seit du angekommen bist in Athen. Halb verhungert und ein bisschen wahnsinnig. Aber was davor war, davon weiß ich nichts. Mein Vater war ein englischer Mönch, dazu berufen, die Sachsen zu bekehren. Ich wurde Geistlicher. Ich sündigte. Gott strafte mich mit dem Feuerschwert Wotans. Eine Zeit lang war ich wirklich wahnsinnig. Ich erwachte, unterrichtete die Brüder von St. Basil und habe nie wieder gesündigt. Johannes, Karl der Große und sein Vater machten dem Papsttum eine großzügige Schenkung. Die Herrschaft über all diese Ländereien, den päpstlichen Kirchenstaat. Jetzt muss der Papst so etwas wie ein Monarch sein, als auch ein Nachfolger Petri. Ich bin nicht so sicher, dass es ein Geschenk war. Wenn es euch beunruhigt, Papst und Monarch zu sein, solltet ihr eins aufgeben. Bei Gott, unverschämt bist du. Aber du hast ohne Frage recht. Ich werde tun, wie du sagst. Und wem schlägst du vor, soll ich diese Ländereien geben? Bevor du antwortest, lass mich dir sagen, der Mann, der sie kontrolliert, würde unweigerlich auch das Papsttum kontrollieren. Wenn er schwach ist, wird er von stärkeren Männern ersetzt werden. Und wenn er stark ist, duldet er nie einen starken Papst. Also bitte, jetzt antworte du mir. Wem? Was mich als Papst angeht, da habe ich keine Sorge. Ein Papst betet, Johannes. Oh, er grübelt nach und benutzt den Verstand, den Gott ihm gab. Aber im Wesentlichen hört er auf sein Gefühl, auf das Gewissen in ihm. So muss der Heilige Geist in ihm wirken. Das ist die Gabe, die Christus Petrus verlieh. Oh, er ist gewiss nicht in einem hinfälligen Körper, weiß Gott nicht, noch in einem zwiespältigen Intellekt wie dem meinen. Der Papst braucht sich wegen der Kirche keine Sorgen zu machen, Johannes. Sie gehört dem Heiligen Geist. Aber der päpstliche Staat, hier bei allen Heiligen, da mache ich mir Sorgen. Mein Gott, quält mich meine Gicht. Hol mir das heiße Wasser. Ich schwöre dir, hätte Gott den Satan mit der Gicht bedroht, er hätte nie rebelliert. Johannes, unser gewählter Kaiser Ludwig II., noch ist er nicht durch Gottes Gnade Herrscher des Heiligen Römischen Reiches. Ist so jung wie du, aber nicht so weise. Sein Bruder Karl ist zwar ein Verteidiger der Kirche, aber er kämpft, um Ludwigs Krönung zu verhindern. Was dabei rauskommt, ist ein völlig verarmtes Reich. Die Sarazenen verheerten diese Stadt vor 8 Jahren. Glücklicherweise schicken sie sich wieder dazu an. An der ganzen Westküste greifen sie an, bis hinunter nach Neapel. Was du und ich tun müssen, Johannes, ist Ludwig und seinen Bruder zu vereinigen in einem Krieg gegen sie. Das und allein das wird sie daran hindern, um den Thron Petri zu kämpfen. Auf dieses Ziel müssen wir unser Augenmerk richten. Unsere Intrigen, selbst unsere Gebete. Johannes, du hast wunderschöne Hände, wie die einer Frau. Der Kardinalsekretär wünscht dich zu empfangen. Welcher Kardinalsekretär? Johannes. Kardinal Johannes.
Bruder Adrian, Euer Eminenz. Geht. Lasst uns allein. Ich werde den Palast nicht verlassen. Ich dachte, du solltest es wissen. Johanna, das darfst du nicht. Warum nicht? Weil ich eine Frau bin? Die heilige Thekla kleidete sich wie ein Mann und marschierte Seite an Seite mit dem Apostel Paulus. Und die Liturgie nennt sie gleichzeitig mit den Aposteln. War ihr Heiligkeit eine Sünde? Oder die der unbefleckten Jungfrau? Es gibt kein göttliches Gesetz, das besagt, dass der Heilige Geist nur wirken kann durch den Verstand und den Mund eines Mannes. Tja, da kann ich nichts sagen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Kardinal Johannes. Nein. Bleib hier. Bitte. Ich werde gebraucht jetzt. Hier. In diesem Palast. In dieser Stadt. Ich habe es gesehen und gefühlt, Adrian. Es war kein Zufall, dass man mich hierher holte. Euer Eminenz, der Graf Brisini, er wartet schon seit 3 Stunden. Ich bitte der Kirche, ein kleines Geschenk überreichen zu dürfen, Euer Gnaden. Und euer persönlicher Rat. Es ist nicht meines Amtes, Geschenke für die Kirche zu empfangen. Wie gut sie auch immer gemeint sein mögen. Nun. Aber mein Sekretär wird es weitergeben an die Schwestern von St. Peter. Und sie werden den Erlös aus dem Verkauf dafür verwenden, die Not der verlassenen Kinder von Rom zu lindern. Ich bin sicher, ihr hattet etwas derartiges im Sinn. Habt ihr wieder dringende Geschäfte zu erledigen, Kardinal? Ich habe diese oder jene Pflichten, ja. Deine Malerei nimmt zusehends böse Züge an, Bruder Adrian. Findet ihr, Euer Eminenz? Ich bin von so viel Laster hier umgeben in Rom. Auf die eine oder andere Weise rebelliere ich vielleicht dagegen. Tu es nicht. Ich weiß, dass die Tugend in dir triumphieren wird. Wie hart dein Kampf auch immer sei. Johannes! Euer Heiligkeit. Ich kann's dir von den Augen ablesen, dass du wieder auf einer deiner Missionen warst. Ja, Euer Heiligkeit. Du siehst prächtig aus. Unglücklicherweise, Euer Heiligkeit, kann man in einer Stadt wie dieser in einer prächtigen Robe Dinge erreichen, die man nicht erreicht in einer Mönchskutte. Tja, das weiß ich wohl. Ich finde, ein Ring mit Edelsteinen kann auch Wunder wirken. Jetzt schmolle nicht, das steht einem Heiligen nicht an. Leg die wunderwirkende Robe ab und komm ins Wasser. Mach! Es wird dir sehr gut tun. Ich habe nicht dieselben Leiden wie Euer Heiligkeit. Was anderes wär's, wenn ihr kalte Bäder nehmen würdet. Hör auf! Weißt du, was die Hölle für mich wäre? Nicht Feuer, aber eine Ewigkeit von Kaltwasserbädern. Nun, was haben wir denn erreicht? Nicht genug. Karl ist fast davon überzeugt, dass er kämpfen muss gegen die Sarazenen. Und Ludwig? Ludwig gibt vor, mit anderen Angelegenheiten beschäftigt zu sein, aber ich glaube, dass es am liebsten sähe, wenn Karl das Schwert gegen die Sarazenen erhebt, während er in Karls Ländereien einfällt. Brüderliche Liebe. Vielleicht hat unser Ludwig mehr Verstand, als ich ihm zugetraut hatte. Nein, Euer Heiligkeit. Er ist nicht charmant. Und er wird das Reich nie zusammenhalten können. Ohne die Hilfe des Papsttums. Du hast einen Plan. Ja, Euer Heiligkeit. Aha. Wir schicken eine leicht bewaffnete Handelsflotte nach Neapel. Und die Sarazenen erbeuten sie. Und wir versorgen sie mit Schiffen und mit Geld. Und dann
wird angesichts dieser Gefahr für Rom Karl uns ganz bestimmt zu Hilfe kommen. Aber wenn Ludwig sich nicht mit ihm verbündet, dann werden wir zu heiligen Märtyrern der Kirche. Meine unsterbliche Seele sollte dankbar sein, Johannes. Aber ich würde mir Gottes Gnade lieber auf eine weniger drastische Weise verdienen, als durch den Tod von Sarazenenhand. Dann müssen wir aus Rücksicht auf eure ehrwürdigen Gebeine Ludwig unbedingt klarzumachen versuchen, dass, wenn Rom fällt, er durch sein Verhalten den Sarazenen zu genug Reichtum verholfen hat, um aus dem Heiligen Römischen Reich das Heilige Moslemreich zu machen. Ein überaus gefährliches Spiel. Dafür, dass du den Frieden liebst, zeigst du eine außerordentliche Begabung für Strategie. Immerhin meinen Segen an Ludwig. Was gibt's? Ludwig hat eure Nachricht vom Heranrücken der Sarazenen erhalten und stellt in aller Eile Truppen auf. Er bittet um Vergebung für sein spätes Handeln und er erklärt, er wird Rom gegen die Ungläubigen verteidigen mit der ganzen Macht, die Gott ihm gegeben hat. Nun, Johannes, das haben wir nicht schlecht gemacht. Nein, Euer Heiligkeit. Du bist ein Wunder, Johannes. Du hast einen Kopf so hart wie ein Diamant und eine Stimme so wohltuend wie die einer Frau. Aber alles an dir ist Arbeit und Gebet, Johannes. Ich habe mein Leben der Kirche geweiht. Trotzdem bleibst du ein Mensch. Es ist falsch, zu hohe Anforderungen an sich zu stellen. Eines Tages wird irgendetwas aussetzen. Wenn du dir selbst zu viel auferlegst, wird es dich erdrücken. Das solltest du bedenken. Selbst für dich kommt erst auf der anderen Seite des Grabes die Vollkommenheit. Ja, Euer Heiligkeit. Aber Ludwigs Armee ist auf dem Vormarsch. Wenn der Papst stirbt, wird er in Rom einmarschieren und Anastasius in die päpstlichen Pantoffeln stecken, während sie noch warm sind. Ich versichere euch, Prinz Karl wird ihm beweisen, dass das so einfach nicht geht. Tatsächlich? Karl kämpft gegen die Sarazenen. Erwartet ihr, dass er von da so schnell weg kann? Kardinal Johannes, ist er noch wohlauf? Ich glaube ja, Kardinal Jerome. Aber er hat mich beauftragt, die Kardinalbischöfe zu ihm zu rufen. Geh, halte Boten bereit. Karl muss benachrichtigt werden. Es ist soweit. Wie ihr seht, stehe ich vor der Tür des Todes. Es wird nicht mehr lange dauern und ich muss unserem Herrn vors Angesicht treten und Rechenschaft ablegen über meine Verwaltung. Nicht nur die meines Lebens, sondern auch die seiner heiligen Kirche. Es ist eine Verabredung, die wir alle einhalten müssen. Der Nachfolger auf Friedrichstuhl darf keiner von Karls Anhängern sein. Noch einer von Ludwigs. Ich meine, unter euch allen gibt es nur einen, der einzig in Gottes Schuld steht. Ich habe versucht, ihn vorzubereiten auf diesen Augenblick. In meiner letzten Stunde bete ich, dass eure Entscheidung davon geleitet wird, die Dankbarkeit nur eines Fürsten zu gewinnen. Des Fürsten des Friedens.
die heilige Thekla, die sich kleidete wie ein Mann und Paulus folgte. Fühlst du, dass Gott dich ruft, Johanna? Ruhe nicht, bis du es gefunden hast. Euer Eminenz, die Kardinäle haben gewählt. Eure Wahl zum Papst erfolgte einstimmig. Ja, Euer Heiligkeit, es ist Ludwigs Abgesandter. Er lehnt es ab, mit euch zu sprechen. Er sagt, der Kaiser erkenne eure Wahl nicht an. Der Wille Gottes. Sei still! Er gibt zu bedenken, dass die Wahl des Papstes vom Kaiser gebilligt werden muss. Und dass nur Kardinal Anastasius seine Billigung hat. Vielleicht ist das der Wille Gottes. Der Wille Gottes hat mich gewählt. Ludwig wird nichts daran ändern. In jedem Falle ist er nur der gewählte Kaiser. Er ist weder gekrönt noch geweiht. Wo ist er? Kaum eine Meile von Rom entfernt, mit seiner Armee. Und was ist mit Karl? Karls Hauptarmee ist überrascht worden von den Sarazenen. Er rennt davon wie ein gescholtener Schulbub nach Neapel. Dann bist du allein. Du hast zu viel versucht, Bruder Johannes. Selbst ein kleiner sündiger Mönch könnte dir sagen, dass Ehrgeiz die schlimmste Sünde ist. Sie ist die Sünde des Teufels. Hör auf, solange du noch kannst. Ich lasse mich von niemandem einschüchtern. Nicht mal von Ludwig. Richtet dem Abgesandten aus, dass der Papst den gewählten, aber ungekrönten Kaiser exkommuniziert, wenn er es wagt, Rom zu betreten.
Johanna. Hast du immer noch Angst vor der Berührung eines Mannes? Kein Mann wird mich je wieder so berühren. Seele. Ich bin der Fels und die Pforten der Hölle werden nicht obsiegen über mich. Warum in Gottes Namen habt ihr ihn gewählt? Ich bin mysteriöserweise von einer Art Verehrungsrausch erfasst worden. Ich fürchte, es war ein nicht wieder gut zu machender Fehler. Wollt ihr nicht Papst werden? Meine Sorge gilt euch, Majestät. Wenn ihr jetzt Johannes angreift, bietet ihr euren Feinden einen Vorwand, sich gegen euch zu vereinigen. Und selbst wenn eure eigenen Soldaten nicht revoltierten, wäret ihr nie fähig, das Reich zusammenzuhalten. Wie könnt ihr es wagen, euch Papst zu nennen, ohne die Zustimmung des Kaisers? Der rechtmäßig gewählte Kaiser wird die Wahl der Kardinäle billigen. Und sobald er es tut, werde ich in Kraft meines Amtes krönen zum geweihten Herrscher des Römischen Reiches. Und wenn er gekrönt ist, wird er seine Armeen zur Unterstützung von Prinz Karl gegen die Sarazenenmarsch setzen, wie er es versprochen hat. Er wird's vielleicht tun. Und vor seiner Krönung wird er erst den päpstlichen Pantoffel küssen. Und dann... Und nur dann werde ich ihm die kaiserliche Krone aufs Haupt setzen. Ich küsse den Pantoffel nicht. Und wie mein Großvater werde ich mir selbst die Krone aufs Haupt setzen. Wenn ihr das tut, werde ich euch euren Kopf von euren Schultern schlagen lassen und ihn auf der Pontinischen Brücke zur Schau stellen, auf dass ihn andere Ketzer sehen mögen und davor erzittern. Und welcher von euren Anhängern wird diese Ruhmestat begehen? Ihr werdet tun, was ich sage, Ludwig. Nicht, weil ich fähig bin, euch den Kopf von den Schultern schlagen zu lassen, sondern weil ihr unfähig seid, ihn zu behalten. Ohne meine Unterstützung. Vielleicht sollten wir sagen, dass er aufgehalten wurde und die Feier zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. Er wird kommen.
durch die Gnade Gottes, dessen Diener wir alle sind. Kröne ich dich, Ludwig, zum Herrscher des Heiligen Römischen Reiches. Mal auf den Papst! Nun, Euer Heiligkeit? Euer Majestät. Ich bitte um eine Audienz. Eine Privataudienz, meine Brüder. Vergib mir meine Aufdringlichkeit, heiliger Vater. Aber die ganze Welt feiert meine Krönung. Die ganze Welt. Außer dem Statthalter Christi. Habt ihr was gegen Feiern und Fröhlichkeit? Oder gegen meine Krönung? Ich habe für euch gebetet, Hoheit. Und für mich selbst. Nun, darüber darf ich nicht beleidigt sein, nicht wahr? Wisst ihr, ich habe mich oft gefragt, wie jemand so jung... Es wäre doch peinlich, wenn sich erweisen sollte, dass der Papst eine Frau ist. Ja. Und höchst verhängnisvoll für einen Monarchen, der gerade seine Krone von diesem Papst empfangen hat. Einen Kaiser, der schon von allen Seiten bedroht wird und der die Sicherheit von Gottes Hand auf seinem Thron braucht. Ja. Er wäre zugrunde gerichtet. Ja, mancher würde sagen, das ist die Hand des Teufels. Und ich hatte immer eine Schwäche für den Teufel. Wie ich höre, fühlen sich Eure Heiligkeit nicht wohl. Es hat nichts zu sagen. Es gibt schlimmere Krankheiten, über die sich die Welt Sorgen machen müsste. Auf jeden Fall dachte ich, dass ihr euch mehr für Juwelen interessiert, Graf Bresini. So ist es, Euer Heiligkeit, so ist es. Aber ein Juwel ist nur etwas Kostbares für den, der es besitzt. Das habe ich vor langer Zeit gelernt. Objekte, die manche einfach wegwerfen, sind unbezahlbar in den Augen anderer. Wir alle freuen uns über den Sieg des Kaisers und seines Bruders über die Sarazenen. Ja, wir freuen uns. Um ihn zu feiern, habe ich mich entschlossen, das heißt fast entschlossen, ein Heim zu bauen für die Flüchtlingskinder hier in Rom. Ein Heim mit Gärten und Schulen. Und dieses Heim hätte ich gern Eurer Heiligkeit gewidmet. Was ist es, was ihr wollt?
Die Ländereien, die den Sarazenen entrissen wurden, gehören der Kirche. Sie müssen verwaltet werden. Meine Familie hat lange Erfahrung. Ich werde diese Ländereien von der Kirche verwalten lassen. Ich verstehe. Ich bitte euch, mir zu verzeihen, Euer Heiligkeit. Ihr seid noch sehr jung. Aber ich kann euch aus meinen eigenen Erfahrungen jetzt schon sagen, die örtliche Geistlichkeit wird von den Landbesitzern eingeschüchtert und die römische betrogen. Und beide werden mehr mit Land- und Bodenproblemen beschäftigt sein, als mit rein kirchlichen. Ich kenne das Leben, Euer Heiligkeit. Und ihr solltet als Papst darauf bedacht sein, eure eigene Geistlichkeit zu kontrollieren hier in Rom. Und ein in eurem Namen erbautes Refugium für diese armen Geschöpfe zu bekommen. Gott helfe uns. Gott helfe uns allen. Warum? Mir wurde nicht gesagt, warum. Mir wurde gesagt, euch um Rückkehr nach Rom zu bitten. Aber die Sarazenen sind hier. Der Papst weiß, wo die Sarazenen sind. Du bist der Mann, der mit dem jetzigen Papst nach Rom gekommen ist, nicht wahr? Ich habe gehört, der Papst sei krank. Ist es beunruhigend? Werdet ihr kommen? Sagt dem Papst, er soll zur Hölle fahren. Wenn mein Bruder und ich die Sarazenen besiegt haben, kommen wir nach Rom, um seinen Segen zu empfangen. Nicht einen Tag früher. Er wird nicht kommen. Er sagte, du sollst zur Hölle fahren. Er sagte, er wird kommen, sobald die Sarazenen vertrieben worden sind. Dann müssen wir noch mehr beten für seinen Sieg. Johanna. Im Norden kann ein Mönch noch leben und malen und seine Frau haben, sie beschützen, sie als das nehmen, was sie wirklich ist. Ich bin das Haupt der Kirche Christi. Das ist, was ich wirklich bin. Und Ludwig? Ich bin das Haupt der Kirche Christi. Heiligkeit, unsere Gebete sind erhört worden. Die Sarazenen sind ins Meer getrieben. Der Kaiser hat gesiegt. Periculis aeternum et per nostra et sacramenti tui veneranda, perceptio in novam transpirat creatoram. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite mis
sah es. Euer Majestät, die päpstlichen Feierlichkeiten aus Anlass eures Sieges sind in vollem Gang. Eure Anwesenheit wurde erwartet. Wir werden uns verspäten. Ich danke dem Papst für seinen Segen. Aber mein Bruder und ich begeben uns zu anderen Feierlichkeiten. Majestät, das Haupt der Kirche Christi feiert den Sieg des Heiligen Römischen Reiches über die Ungläubigen. Der Mensch, der Papst ist, muss von seinem Amt getrennt werden. So wie der Mensch, der Kaiser ist, von dem Seinen getrennt werden muss. Vermittle seiner Heiligkeit, wenn die päpstliche Prozession St. Peter erreicht, werden der Kaiser und der Prinz sein Bruder da sein, um seinen Segen zu erbitten. Euer Heiligkeit,